Könnt ihr uns sehen? Wenn ja, gut. In dieser Szene geht es um Augen. Drum schaut genau hin. Mit unseren Augen können wir sehen, das menschliche Auge besteht aus feinen Blutgefäßen. Der Spiegel ist eine optische Täuschung für unsere Augen. Mit unseren Augen nehmen wir Farben, Formen und Bewegungen auf. Zum Glück können wir sehen. An den Händen fühlen wir besser als am Rücken. Okay, Antonia, sag mir, was unter dieser Klappe ist. Ohne zu gucken, nur fühlen. Es fühlt sich irgendwie leicht kalt an. Bisschen hart. Auch leicht schwer. Wir fühlen, ob etwas kalt, warm, nass, trocken, hart oder weich ist. Ich gebe dir jetzt ein Puzzleteil und du musst mal erfüllen, was das ist. Das obere fühlt sich so. Und jetzt versuch mal hier in diesem Turm das passende Teil zu finden. Ich glaube, das hier kann was sein. Willkommen in den Barfußweg. Versucht mal mit euren Füßen alle Hindernisse zu spüren. Und los geht's. Was fühlst du hier gerade? Irgendwie so eine Art Trampolin, sehr fluffig. Manche machen Steinschmerzen. Das ist irgend so ein Seil. Mit unserer Haut können wir fühlen und Schmerzen. Wenn ich nach Hause komme, rieche ich zum Beispiel Pizza. Wenn ich zum Beispiel auf ein Fest gehe, rieche ich Kuchen. Wenn ich immer vor der Tür stehe, rieche ich immer das Essen. Mit unserer Nase können wir riechen und atmen, ein und aus. Hey Michi, rate mal, was hier drin ist. Ich glaube, das war Zahnpasta. Das war Minze. Ich will auch mal riechen. Riech doch mal das. Okay. Manche Gerüche sind eben scharf. Und unsere Nase ist auch beim Essen wichtig. Wenn es stinkt, dann schmeckt es nicht. Mit unseren Ohren hören wir. Wir nehmen Geräusche und Töne und Klänge wahr. Sehr schön. Hi, wir machen jetzt ein Experiment mit dem Klangbett. Einer liegt oben und der andere liegt unten. Der oben liegt, der fühlt, der unten liegt, spielt Harfe. Hallo, ich spiele die Harfe mit verschiedenen Tönen. Und das fühlt sich sehr gut an. Töne kann man nicht nur hören, sondern auch fühlen. Damen und Herren, jetzt dürfen wir Sie zu einem kleinen Gongspiel begrüßen.